Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir verdammt noch mal die ganze Stadt abgesucht voller Schätze und ja, ich habe schon wieder bei meinen Schätzen nachgeguckt und ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist, aber ich habe anscheinend schon wieder eine verdammte Truhe hier verpasst. Ich habe zwei Truhen bisher hier eingesammelt auf dieser verdammten Brücke und aus irgendeinem Grund fehlt mir immer noch eine. Das heißt, irgendwo hier muss noch eine sein. Das gibt's doch jetzt irgendwie nicht. So, das war die erste Truhe, die ich geöffnet habe, ne? Mach mal kaputt hier. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Hier sind die doch nicht angeordnet, oder wie? Boah. Das ist dann einfach nicht, ey. Egal. Okay, anscheinend nicht. So, da war die zweite Truhe. Das heißt, ich hätte eigentlich schon auf dem Weg hier irgendwie schon eine übersehen müssen. Da oben kann man, glaube ich, nicht hin. Okay, keine Ahnung. Aber hier ist wieder was. Wir haben jetzt drei Angriffe vom Fluss aus. Ja, schon wieder. Okay. So ein fünf Viech kriege ich dich, wenn ich das hier schaffe. Oh. Das ist mal einfachste. Einfach nur den hier dreimal machen. Außer der Gegner schrecken schneller, als man hier diese Angriffe macht. Was aber unwahrscheinlich ist, zu dem Zeitpunkt, an dem man das macht. Aber okay. Dort war sehr einfach. Wie üblich. Okay. Oh, verstören, Laune. Oh, ist er verstören. So, von wo bin ich gekommen? Von da, ne? Also muss ich hier lang. Und ich halte meine Augen sperrangelweit auf, weil hier... Oh Gott, wenn ich zurück zu Rico wechsle. Das wird... Ja. Gott. Guck mal, wie riesig das Viech ist. War nicht schon immer so riesig? Ah, nicht diese Renoze aus. Oh, hallo. Jetzt haben wir so ein... Awesome Level abbekommen wie Rico. Ja, komm du ruhig hin. Mein Zauber bringt gar nichts. Ich dachte, mein Zauber wird dich irgendwie abhalten. Schon wieder fast. So, wir bekommen sehr viele Einbildungen. Ausgezeichnet. So. Diesen geraden Weg werde ich aber nicht irgendwie eine blöde Truhe hier verpassen, oder? Okay. Nimm das. Ich wollte eigentlich auf die Viecher losgehen, aber okay. Nimm das, Kiste. Was du dafür, dass du aus Holz bist. Ich habe schon wieder vergessen. Was sind nochmal SP? Das sind die. Sind keine Punkte hier, die auf diesem Fertigkeitsbrett irgendwie verbraucht werden, oder? Irgendwie so, ich weiß nicht. Der Flammenwerfer hat man, glaube ich, noch nicht. Oh, sehr gut. So wie der Reifen von Junkrat aus Overwatch. Oder eher umgekehrt. Der Reifen von Junkrat ist genauso wie das hier. So. Wer ist Schätze öffnen? Wer da fehlt eine? Gut. So. Oh, ich habe auf dem geraden Weg alle Schätze abgesandt. So, jetzt sollte es aber auch ein bisschen, ja, ich sollte mal ein bisschen so aufpassen jetzt hier, wo ich als erstes hingehe und so, weil die eine Stadt, die war ja riesig. Die war riesig. Da findest du ja gar nichts, ey. So, machen wir mal die Linie. Hat wehgetan? Ich hoffe doch. So. Was war das meine? Boah. Der einzige, der hier Ballon als Magie einsetzt. So, wir müssen ja alles verbrannt. Hallo? Okay.
So. Komm her. Aber wir bekommen ja auch irgendwann Sportfreunde, ne? Aber wie gesagt, da habe ich schon mal angesprochen, aber bringt ja eigentlich nichts, wenn wir hier so die Sturzsysteme haben. Auch man kann ja nett sein. Ja, wir bekommen überraschend viele Gegenstände von den Gegnern in letzter Zeit. Ja, schon wieder. Man kann der Angriff nicht ein ganz klein bisschen schneller sein. So, Wirbelreiter. Sollte halt allgemein öfter einsetzen, weil ich trotzdem sogar ein bisschen, wenn ich das mache, ich dann unbesiegbar bin. Uff. Wenn ich in diesen, wenn ich mich mit meinen Geistern verbinde, mit Zora jedenfalls, mit Rico nicht, da kriege ich irgendwie mehr Schaden, als ich austeile, habe ich das Gefühl. So. Irgendwo eine und da ist wieder so ein Ding an. Bum bum. Ja, meinetwegen. Umsonst Verbindungen mit anderen Geistern eingehen. Jetzt kann ich meine Karten schon wieder nicht aufrufen, ey. Ungünstig. Was? Also. Ja, jetzt kommen natürlich keine Gegner, ne? Jetzt wäre ich hier voll die mega Viecher auf meinen Seite und ich kann die Karte auch nicht aufrufen. In meinem Menü, also weiß ich nicht, ob hier noch irgendwo Schätze sind. Ja. Ich habe alles eingesagt. Nee, hier oben ist nur so was, oder? Ich glaube nicht. Ja, Giftattacke, weil warum nicht? Ja, das hatten wir schon. Ja, weißt du, das hatten wir noch nicht. Okay, hi. Oh, was? Hier sind noch Gegner, kommt. So ein zweiten Weg, den ich wieder übersehen habe. Oh, hi. Gibt's sogar tatsächlich. Boah. Ist echt voll drauf. Meine Orientierung ist echt so für ein A, ne? Ist furchtbar, ich zu sein. So. Meine Ballons kümmern sich um. Ah! Ich habe das Ding noch irgendwie so gesehen, wie es so an meinen Füßen landet. Ey. Hast du gemacht, der Genki Dama? So. Unbedingt mehr Angriffe. Stärkere Angriffe. So. Bin ich jetzt da? Okay, jetzt ja eigentlich alle Truhen ja haben, oder? Das so. So gut, oder? Ja, ich glaube schon. Sind da gerade mehr Schätze aufgetaucht oder bin ich mir rein? So, Traum. Guck mal. Hier ist Pünktchen. Wow. Hier ist Pünktchen zählt. Ach, ich kann noch einen Weg. Okay. Magie wäre mehr Magie-Schaden, glaube ich, ne? Feuerfest. Wow. Stufe. Ach ja, stimmt. So, warte mal hier. Zauber. Vitra. Hm. Brauche ich eigentlich nicht. Immunität, aber haben wir hier gemacht. Giftblocken, Funke, habe ich alles schon. Ja, komm. Wegen Immunität. Ich weiß nicht, ob ich Immunität schon mal. Und was ist hier? Wie gerade? Ja. Ja, für die Zukunft halt, ne? Ja, also, weil ich den gestreichelt habe, ist der jetzt ein Kraftpaket. Den haben wir noch gar keine Punkte ausgegeben. HP Boost, her damit. Los, bevor das Ding weg ist. Was jemand anders kauft. Feuerfest habe ich schon, Mann. Das hier ein Medica. Sollte ich denn das brauchen? Noch mehr Feuerfest.
noch mehr Feuerfest. Noch mehr Feuerfest. Ich habe so das Gefühl, du bist voll auf Feuerabwehr. Oh, ich bin auch schon Stufe 10 mit dem, ja, stimmt. Feuer, darauf sparen wir noch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Danke, er hat mir Sachen gebracht. Ah, Immunität habe ich noch nicht. Deswegen sollte ich es am besten schnell mich holen. Ja, wahrscheinlich werde ich sowieso irgendwann alle meine Geister hier mit, weil nicht Geister ersetzen, die alles voll Sterne haben oder so. Naja. Einfach so, weil ich nicht Kompletionist bin und so. Ihr kennt doch meine Kingdom Hearts Let's Plays. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. So, da haben wir einen Speicherpunkt. Ich habe noch gar nicht gespeichert in der letzten Aufnahme. Nach der letzten Aufnahme. Zombies! Was ist das? Ich hab schon wieder gleich ein Level ab. Meine Güte. Entweder habe ich es irgendwie leichter mit Zora oder ich weiß nicht. Und das wäre ausgezeichnet. So. Wenn ich hier wieder irgendwas verpasse, thronmäßig, dann hallo. Das sind viele Gegner. Lassen wir mal einen Komet ein. Ja, da wird sehr viel Rot neidisch, ne? Wir können den ganzen Komet einfach so runterholen. Wir stehen so darauf, müssen nicht irgendwie ein Sonnensystem oder so währenddessen kaputt hauen. Ja, ich habe Final Fantasy 7 gespielt. Ja, ich sag nicht irgendwie, dass es das beste Final Fantasy von allen ist. Was manche Leute sagen, obwohl die, weil sie nicht nur Final Fantasy 7 gespielt haben. Regt mich so auf, wenn da Leute behaupten, in den geilen Durchgang. Ach, jetzt kommt hier so ein Tutorial, ne? Ja, kommt mir allgemein an, wenn Leute irgendwie sagen, Final Fantasy 7 ist der beste Final Fantasy von allen, obwohl die nur diesen Teil gespielt haben. Ja, kotzt mich so an, wenn jemand so rüberkommt. Da. Wo ist der Geheimgang? Ich stürze gleich wieder. Halt. Was ist da? Ja, gut gemacht. Wer auch immer hat von euch war. Ich sag keinen Namen. Ich möchte keinen von euch bevorzugen und so, ne? Hat jetzt nicht, was da ein Geheimgang war. Jetzt kommen wir auch hier hin, aber okay. Wir müssen diese Giftdinger kaputt hauen, ne? Oh Gott, nicht da unten landen, bitte. So, was ist das hier? Je nachdem, was das hier ist. Okay, mein Ding. Los, Komet! Eine bekloppte Animation, ey. Steht einfach so gechillt auf dem Kometen, lässt ihn auf seine Gegner niederprasseln. Nein, die Truhe. Und jetzt mache ich euch platt, oder auch nicht. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. So, dann rate mal, wo wir mit Rico letzte Mal stehen geblieben sind. Oh nee. Das soll aber für ein paar gute Momente, habe ich so ein Gefühl, wenn man an solchen Stellen hier rauskommen. So. Oh Gott, da wollte ich nicht. Oh Gott, der wird mich jetzt treffen, ne? Ah, sie will mir. Ja, F this. I'm out of here. Du, beweg dich. Ausgezeichnet. Gut geklappt. Einfach ein paar Level Ups. Jetzt geht nicht so viel verlangt ist. Oh, oh.
Oh Gott. Bin ich gedacht, dass ich darauf laufen kann. Ist auch einer. Da waren wir auch schon gut. Bin auf dem Weg. Oh. So, du frisst das. Ich hab's voll auf dich abgesehen. Oh, da oben fliegt er noch. Ja, ich hätte gerne noch ein Level ab, wenn es geht. Oh Gott. Oh, blubber. Oh Gott. Ich wollte doch nur ein Level ab, Mann. Na, oh, saugt doch den ein. Okay, ich gehe da mal, ne? Ja, wohl keinen Schatz da verpasst haben, oder? Oh, der ist noch da. Ah. Hallo. Nein, da wollte ich eigentlich hin. Ah. Kann gleich gucken, ob ich alle Schätze eingesackt habe. Du Wirbel. Ja, frustriert. Mach an. Oh, oh. Ja, verdammter Dreck, Rico. Wir sagen, ich starte jetzt nicht wieder von der Brücke. Oh gut. So, einfach den hier. Oh nein, nicht dieser Kommandostil. Also ich brauche ein paar Level ab, sehe ich. Freck hier voll schnell. So. Genau, dieser komische Stil aus Birth by Sleep, hier Himmelsleiter oder irgendwie so hat. Kann ich auch nicht richtig kontrollieren, weil ich die ganze Zeit am Schweben bin. Das ist wohl nervig. Magiewert, das ist nicht der Wert, den ich erhöht haben wollte. So. So, wenn. Ich wollte das Ding eigentlich angreifen. Ich habe schon wieder meine Sturzanzeige gesenkt. Wie könnt ihr es eigentlich wagen? Wer macht das hier die ganze Zeit? Rico passiert dann andauernd, habe ich so ein Gefühl. Ja, mein Bart war schon fast angekokelt, ey. Ja. So, hier bin ich sicher. Glaube ich. Aber auch Kletter brauche ich nicht. Warum ist das so schwer mit Rico? Au. Geh weg. Au. Oh mein Gott, ich bin nur die ganze Zeit in Bewegung, ne? Boah, mach doch die Truhe auf, ey. Junge. Ah. Das ist ja über mir gewesen, ey. Super. Mal gucken, wo ich schon gelandet bin, wo nicht. So, da kann ich nicht lang, ne? Also ein bisschen am Brennen. So, hier sind auch zwei Truhen, gut. Ich werde mich doch nicht hierhin verfolgen, oder? Tut sogar echt nicht. Doch, es ist hier. Es ist hier. Wo ich einmal auf der Karte sehe, auf einmal diese fette Ding. Auf der Karte, oh Gott. Stand aside, Captain Phoebus. I will not. What have these people done wrong? I have proof this family gave harbor to gypsies. That's not a crime. I can think of few crimes that are greater. Na ja, passt ein bisschen auf, da kommt ein riesiges Viech angeflogen. What demon is this? Oh, you are mistaken, Captain Phoebus. This is no demon. It is righteous judgment.
I have been granted this power so that I may smite all gypsies now and forever. This is all wrong. He won't listen. Once you've fallen that far, there's almost no coming back. How dare you? Sagt der Richtige. I am a virtuous man. Good and evil shall be made plain. Once the gypsies face the fires of judgment. Eine Anspielung an ein Hellfire, dein super geiles Lied hier aus Glöckner auf Notre Dame. No, you don't. Uff, rest in peace. You all right? Well, can't say you didn't warn me. You should take it easy. I'll deal with Frollo. Thanks. Gotta tell you, this is embarrassing having to rely on a kid. You wouldn't be the first. Sorry. I'll admit, you look more capable than me right now. All right. Be careful. It looks like that creature is heading for the cathedral. Okay. Got it. So, da komme ich doch, Mann. Alten Schallgrätsche. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Dunkle Obsession. Obsession. You've come to Paris in her darkest hour, Captain. It will take a firm hand to save the weak-minded from being so easily misled. Misled? Sir? For 20 years, I have been taking care of the gypsies. And yet, for all my success, they have thrived. I also gar keinen Erfolg. A safe haven within the walls of this very city. What are we going to do about it, sir? Stamp them out, one by one. You make your point quite vividly, sir. Ja, und ich akzeptiere. Ich stimme Ihnen nicht zu. Und dann hat er ihn alle geklatscht. So ist er doch ausgegangen, oder? So, Vitra. Ah, hi. Ja gut, jetzt einmal ein Kommando freigeschaltet, habe ich dann auch auf ewig. Das ist nicht schlecht. Schallgrätsche, ach, das ist ein Ding. Luftgrätsche, ich muss halt schon wieder alles ordnen hier. Okay, nur links. So, Schallgrätsche. So, kann ich halt mit Sora direkt auch machen, gut. Oh nein. So. So, alles geordnet sein. So. Kann man da nicht auch angreifen? Nein. Und hi. Na? Und tschüss, Sikowski. Zieht er noch nicht mal? Ach, da war ein anderer, oder? Oha. Oh, das ist nicht gut. Autsch. Boah, Rico. Ich wollte aber gerade bei deinen Geistern nachgucken, ja. Ich was Schönes aufleveln kann. Boah, jetzt lass mich raten, ne? Der Schallgrätsche ist noch drin, ne? Gut. Geister, meine Güte. Schweres Spiel. So, buff, wir haben schon Dinger bekommen. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Verwirrschlag, ne? Warte mal hier. Angriffskraft. Also warte, Kommandos sind irgendwie wichtiger, habe ich so ein Gefühl. Da haben wir Abwehrkraft plus, ne? Dann haben wir noch 5 Linkverbindungen. Boah. Schlafblocken. Ja, tut das auch irgendwie blocken, dass ich irgendwie meine Sturzanzeige gesenkt bekomme? Kreiswurf nehmen wir das.
Kommandos haben wir dann auf jeden Fall immer. Während hier die Fähigkeiten nur freischalt sind, während ich die Geister auch habe. Was ich vielleicht nicht so gut finde. Gott. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ey. Ich habe die lieber permanent hier ausgerüstet. Eine dicke Truhe. Natürlich von irgendwas beschützt wird. Wuff, wuff, wuff. Man kann ja auch irgendwie die Fähigkeit XP. Wenn man XP ausschalten kann. Oh, das ist direkt die eine Fähigkeit hier, ne? Ups. Nach diesem Rico. Man kann auch ja einstellen, dass die na, XP ausgeschaltet werden. Meine Frage ist jetzt, wenn dann auch die Punkte für die Traumfresser auch abgestellt. Weil wenn nicht, dann würde ich das mal auf Screen machen. Ich glaube, die Story ist da nicht wirklich nur. Der ist wahrscheinlich wieder nur beim Endgame Content und so was alles hier wichtig. Wo ich sowieso wieder dann alles freischalten werde und so. Alle Fähigkeiten Level 99, wenn es sein muss, je nachdem. Ich glaube, man kann die ganzen Bosse noch mal wieder bekämpfen. Und ich weiß nur, ich halt einmal beim Glöckner von Notre Dame, also in dieser Welt hier mal versucht habe und kläglich gescheitert bin. Und ich habe es irgendwie danach nie versucht. Das soll sich natürlich in dem Let's Play ändern. So, ich kann natürlich mal wieder gucken, ob alle Schätze habe. Wahrscheinlich nicht, obwohl, ja. Einer fehlt noch, okay. Warte mal, muss doch hier sein. Oder? Also ja, letzte Gebiet, glaube ich. So, jetzt mal close up. Okay. So richtig? Nee, ich glaube nicht. Wohl. Oder da hinten geht der Weg noch ein bisschen, also dann soll ich da mal ein bisschen weiter gehen. Das ist noch eine Truhe. Ha. Wäre das nicht die letzte Truhe in der Welt? So, Glanz, Hammer. Mit der muss ich ja noch 5 Dinger hier machen. Kann nicht wahr sein. Dann frage ich mich auch schon lange eine Sache, und zwar wenn ich noch mal einen Traumfresser, ich glaube, das mache ich mal kurz ausprobieren. Ich tue mal einen Traumfresser noch mal neu. Boah, wer hat euch denn hier schon wieder geheilt? Ich tue mal einen Traumfresser, einen doppelten, den ich schon habe, noch mal erstellen und guck dann irgendwie so die Fähigkeiten an. Ob ich ja noch mal alle neu freischalten muss mit dem einen oder ob die dann schon freigeschaltet sind und so. Oder ob die Fertigkeitslinke noch mitgezählt werden, also weil ich, wenn ich noch mal hier so eine so ein Löwe hier herstelle, ob ich dann nachdem ich so die paar Gegner mache ich jetzt hier noch platt, die ja kommen hoffentlich. Kommt keiner, okay, gehe ich da hinten in den Speicher. Ich werde mir wahrscheinlich noch mal so einen Löwen herstellen oder so eine Katze, diese, also ein Plauzi, und gucke, ob ich diese Dingens hier noch geöffnet sind dann. Also eine Fledermaus. Hier war zum Beispiel irgendwas so ab Level 10 oder so viele Fertigkeitsdinger oder was weiß ich. Weil hier bei 2 Link-Verbindungen. Ich werde mir jetzt mal einen herstellen, gleich auf Screen. Und gucken, ob dann immer noch 2 da steht oder ob das dann auch behalten wird direkt, also dass ich das dann sofort öffnen kann und
nicht noch mal mit dem Geist, den ich hergestellt habe, dann noch mal so 5 Verbindungen machen muss. Steht da, was ich meine? Nein, okay, feuerfest. Würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis hoffentlich zur nächsten Folge.